Moin Moin Leute, Tomlo hier und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Das Team für den nächsten Einsatz steht, wir wollen mal wieder ein paar Leute auf Max-Level bringen. Und ich habe drei Leute zum Tix-Behandeln geschickt, vor allem die Neulinge, oder relativen Neulinge. Wir machen uns auf jeden Fall gleich auf den Weg. Wir gehen ins Labyrinth Tiermenschen. Die Schreine, die Tierschreine sollen wir zerstören. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Die Spitzhacken haben wir natürlich gleich dabei, die packen wir auch ganz nach hinten. Genauso wie das Ding. Ich hätte gerne Packen und davon nicht zu wenig. Und auch eine Menge Essen. Denn wir haben, wie ihr seht, eher den unzuverlässigen Heiler dabei mit unserem Okkultisten, mit Brius. Davon abgesehen, das nehmen wir mit. Noch ein bisschen mehr Bandagen auf jeden Fall, ein paar Schlüssel, ein paar Schaufeln. Und noch Kräuter. Ich glaube, das wird reichen. Brechen wir auf. Schauen wir, was uns dort erwartet. Und schauen wir, dass wir uns da durchkloppen. Bis zu unseren Zielobjekten. Kommt mir das nur so vor, oder lädt das Spiel gerade besonders lang? Das ist eine mittlere Mission und keine lange. Egal, los geht's und so gefällt mir das doch eigentlich. Wenn ich quasi einen schönen Kreis laufen kann. Grrr. Wir kommen nicht dran, das ist das Problem. Jedenfalls nicht vernünftig. Ist nicht gut. Gut, dann stun ihn. Oder auch nicht. Er darf natürlich anfangen. Angriff ist immer noch sehr, sehr böse. Das Schöne ist, ich habe zwei Leute, die dahin feuern können. Trotzdem hält er zu viel aus. Eiserne Schwan. Sehr schön. Er ist immerhin fast tot. Ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe leider auch kein Gegengift. Ich fürchte, jetzt muss geheilt werden. Ja, damit kann man immerhin ein bisschen leben. Fängt auf jeden Fall nicht besonders gut an heute. Fängt gar nicht gut an. Vor allem darf der ziemlich sicher nochmal ziehen. Kommt natürlich nicht dran an den Dreckskerl. Versuchen wir es nochmal mit einem Stun. Ich glaube, die Beste ist in dem Kampf nicht nötig. Jawohl, das war gut. Nein! Dann weicht er aus. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist definitiv zu früh. Scheiße. Scheiße. Der Kampf fängt mal so gar nicht gut an. Beruhig dich, du heilst dich erstmal selbst. Du musst gegenheilen, mein Freund. Es fängt ganz und gar nicht gut an. Immerhin ist er tot. Dieser eine Gegner ist so böse. Ach hopp. Jetzt muss es sein. Jetzt haben wir nämlich eventuell noch ein Problem. Der Clownhieb stärkt ihn ja selbst. Mit der Rage kann er zwei Gegner angreifen. Besiegen wir den erstmal. Ach, komm schon. Was ist denn los mit euch heute? Okay, ich sehe, du hast reduzierten Schaden und reduzierte Präzision. Vielleicht beides, das ist schlimm. Das ist sehr schlecht. Der eine Heiler, den wir haben, ist gestunt. Oh fuck. Das ist nicht gut. Gut, wir feuern einfach mal weiter. Ach, das stresst ihn auch weiterhin. Okay, das ist gut zu wissen. Nummer 1 ist erledigt. Du bleibst erstmal beim Heilen und das war nicht besonders effektiv. Und jetzt fangen wir an, hier drauf zu hauen. Ich glaube, wir werden sehr bald rasten, habe ich das Gefühl. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich darauf komme. Der Schnellschuss bringt mir nicht wirklich was. Bleiben beim normalen Schießen. So, einmal darfst du auf jeden Fall noch an.
natürlich weicht er aus. Ach, komm schon. Leute, konzentriert euch bitte. Bei einem Crit hättest du ruhig mal mehr heilen können. Aber es sollte reichen, ja. Sonst hätten wir nämlich ein Problem gehabt. Sonst wären wir an der Stelle des Todes gewesen. Dann hätten wir ein sehr, sehr großes Problem gehabt. Und ich glaube, dieses Mal markieren wir tatsächlich doch. Möglicherweise war das ein Fehler. Ah, wobei. Problem ist... Geschwindigkeit 3, Geschwindigkeit 4, Geschwindigkeit 3. Eigentlich... Nee, wir gehen auf Nummer sicher. Oh, er heilt sich, wenn er sich zurückverwandelt. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein Problem, ein großes Problem. Meine Gruppenreihenfolge bitte. Ein paar Erbstücke für mich. Bitte keine Gegner. Danke, Spiel. Wir legen jetzt nämlich die erste Rast ein. Ein Moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Ich habe, glaube ich, niemanden, der Wache halten kann, oder? Verdammt. Dann habe ich wieder mal nicht gedacht. Das dunkle Ritual kannst du nicht auf dich selbst anwenden, das dachte ich mir. Schade, es wäre sehr schön gewesen. Stopp. Ich würde gerne den... Oder wir klicken einfach mal... Jetzt können wir wechseln, okay. Ein Feldverband wäre sinnvoll. Einfach weil der ordentlich heilt. Oder auch nicht, weil es Bullshit war. Gut, du bespannst deine Armbrust neu. Jetzt kommt vor allem ein bisschen Wundversorgung. So, dass die Front erstmal geheilt wird. Das war trotzdem kein guter Start. Das war überhaupt kein guter Start in den Dungeon. Konzentriert euch, Leute. Wir schaffen das. Also ich mag ja die meisten Minibosse schon nicht besonders. Aber dieser eine kleine Drecksack, dieser miese kleine Schweinefeigling, geht mir so auf die Nerven. Besuchen wir erstmal das Waffengerüst. Oh, das Essen ist gut. Gönnen wir uns mal ein bisschen was. Hopp. Sind wir großzügig. Wir sollten außerdem die Sachen aufeinander stacken, damit wir gleich den Slot frei bekommen. Und laufen in eine Falle rein. Wunderbar. Tief durchatmen, Leute. Wir kommen durch. Uns geht's wieder gut. Also relativ. Wir haben sogar schon den ersten Schrein zerlegt. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal nach hinten. Und da ist die nächste Falle. Die uns dieses Mal leider auch erwischt. Oh Mann, das fängt gar nicht gut an. Ich hoffe mal, das wird kein Indikator für den Rest der Woche sein. Immerhin, noch mehr Loot. Noch mehr Essen, sehr schön. Ah, können leider noch nicht wieder essen. Oh, Mondschein. Hopp, du kriegst Mondschein. Du kannst von da hinten aus sehr, sehr viel gut Schaden austeilen. Und... Du vergiftest erstmal. Du haust dann. Tief durchatmen. Usa. Usa. Dieser Gegner. Dieser miese kleine Drecksack. Geht mir so auf die Nerven. Ich glaube, diese Folge wird nicht jugendfrei. Es kann sein, dass ich noch mehr rumfluche. Aber ich fange gerade an, ein wenig genervt zu sein. Muss ich zugeben. Markieren wir ihn erstmal. Dann weicht er nämlich auch schlecht aus. Wenn ich etwas Glück habe, kriege ich in der nächsten Runde dafür gekillt. Er widersetzt sich zum Glück der Blutung. So.
Er ist zuerst dran, das heißt, er heilt erstmal hier. Oh, bei den Crits könntest du doch mal ein bisschen mehr heilen. Komm schon. Oh, ein gezielter Angriff. Und dass er nach vorne rückt, gefällt mir tatsächlich nicht besonders. Das bedeutet, er kann nicht den eisernen Schwan abbekommen. Aber möglicherweise lässt er sich gleich stunnen. Nein, leider nicht. Schon. Schützin, du musst jetzt ganze Arbeit leisten. Komm schon, Montecute. Sehr schön. Der war gut. Der war sehr gut. Kann ich mal gescheit aufräumen hier. Oh, oder auch nicht. Also irgendwie treffen die Barbarien, habe ich das Gefühl, relativ häufig nicht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schon, lass den Heiler zuerst. Okay, er ist stabilisiert für den Moment. Auch wenn diese Blutung viel zu lange anhält, wir müssen eine Bandage einsetzen, das haben wir ein Problem. Und so ist es nochmal mit dem Gift. And now the true test. Hold fast or expire. Muss ich dazu was sagen? Ich glaube, wir machen diesmal einen Sperrfeuer. Ach stimmt, Sperrfeuer geht ja auf die hinteren beiden, das war dämlich. Hätte ich nicht machen sollen. Ich dachte, es geht auf die vorderen drei. Oh, ich werde auch noch krank. Ich habe das Gefühl, der Unhold wird nicht entkommen. Aber was der Unhold gleich machen wird, ist sich verwandeln wahrscheinlich. Wenn er überlebt, oder? More dust. More ashes. More disappointment. Okay. Tief durchatmen. Ganz tief durchatmen. Danke. Immerhin der eine ist weg. Dass wir aber auch in jedem Kampf diesen dämlichen Schweinefeigling kriegen müssen. Ich hasse diesen Gegner. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh, das war schön. Das war sehr schön. So, markieren wir hier mal dein Ziel. Du haust auf ihn hier vorne drauf. Kugel und Kette auf meinen Main Damage Dealer. Ah, sehr gut. Ausgewichen. Also nicht ausgewichen, sondern wie ersetzt, aber trotzdem. Gut, bringen wir erstmal ihn um. Tatsächlich sage ich jetzt zum Glück nicht gekrittet. Ach komm schon. Das heißt, sie kann immer noch da drauf hauen. Nein. Kritischer Treffer. Bitte lass ihn nicht zuerst. Ich muss da jetzt auf Nummer sicher gehen. Okay. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Machen wir erstmal so. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Wir haben leider keinen Weihwasser dabei. Will ich weitergehen? Eigentlich will ich nicht weitergehen. Schauen mal. Vielleicht haben wir Glück. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ja, esst was, das wird euch gut tun. Ich hoffe jetzt darauf, dass vielleicht mal einer erkundet. Und mich jetzt natürlich eben hier einen Kampf entgegengeworfen. Wir hatten vorhin irgendwie drei Gänge hintereinander ohne Kampf. Drei Räume. Und jetzt kriegen wir einen nach dem anderen. Und wollt ihr mich verarschen? Kannst du nicht mal mit deinem Scheiß, mit deiner Scheiße der Bade treffen? Okay, Konzentration. Tief durch. Ja,
Das war sehr gut. Jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Und fangen an mit einem Sperrfeuer. Auf das die, wenn möglich, verfehlen. Und natürlich treffen sie komplett. Sehr schön ausgewichen. Der Große ist dran. Der trifft natürlich auch alle. Immerhin schon fast erledigt. Leider darf er doch mal. So, du heilst dich diesmal. Oh, komm schon. Das ist doch nicht ihr Ernst. Er hat bisher einmal einen vernünftigen Moment gut geheilt und sonst die ganze Zeit. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas dazu sagen soll oder nicht. Und ehrlich gesagt tendiere ich zu nein. Wenn mir das zu doof ist. Egal. Konzentrieren wir uns erstmal auf den, damit wir gleich nur noch einen Gespräch haben. Er steht an der Stelle des Todes, natürlich. Heil dich bitte. Ihr habt das gerade gesehen. Kritische Heilung mit 2 Punkten. Das heißt, er hat sich für 1 Punkt geheilt. Und das dann gekritisch. Du hast verdient zu sterben. Oh, dieser Dungeon gerade ist so lächerlich. So, es bleibt nur noch einer. Wenn er stirbt, fliehe ich. Du gibst dir selbst erstmal den Adrenalinschub. Du musst irgendwie am Leben bleiben. Ah, er hält noch durch. Ach, Junge. Heil dich doch wenigstens mal mehr als die Blutung. Egal, fangen wir an zu feuern. Uh-oh. A dizzying blow to body and brain. Immerhin der Bewegung widersetzt. Das Gute ist, wir können beide heilen. Das heißt, solange der niemandem eine Blutung reindrückt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er jemanden killt. Und sie hält noch ein bisschen durch. Hat einen Adrenalinschub. Haben wir schon plus 50% Schaden. Also es ist durchaus möglich, dass da was Gutes bei rauskommt, dass wir das noch schaffen. Jetzt ist sie nämlich dran. Sehr schön. Ich glaube, wir opfern ihn gleich. Ja, alles gut. Du machst jetzt einen Adrenalinschub und dir geht's wieder besser. Du heilst und du darfst nochmal feuern. Wahrscheinlich. Ach, komm schon! Er wird sie vorne gekrittet und auf die Probe gestellt. Ist verzweifelt. Wir müssen nach dem Kampf definitiv hier weg. There can be no hope in this hell. No hope at all. Du heilst da hinten. Er hat nämlich ein Problem sonst. Dankeschön. So. Das Ding will ich auf jeden Fall gleich noch mitnehmen. Erkunden wir diesen. Oh, wir erkunden mal. Unglaublich. Da gibt es einen Questort. Das ist tatsächlich. Jetzt bin ich verleitet, doch nochmal weiterzugehen. Er kriegt 3 Schaden pro Runde für 2 Runden, aber er überlebt. Sie würde nicht überleben. Jetzt würde sie auch überleben. Sie steht an der Front. Okay, du willst nicht mehr essen, meinetwegen. Machen wir es so. Ich glaube, ich bin gerade einfach zu gierig. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Bosse da spawnen können. Ja gut, ich... So, schauen wir in die Truhe mit Erbstücken rein. Glittering gold, trinkets and baubles.
paid for in blood. Nehmen wir mit, was wir tragen können. Nehmen wir noch mal eine Fackel an. The promise of safety. So. Hier runter gehen wir noch. Ich setze jetzt alles darauf, dass da keine Gegner spawnen. Ansonsten müssen wir natürlich sofort rennen. Hey, wir kriegen nochmal eine Fackel. Und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, entdecken wir dabei gleich noch den nächsten. Okay, das sind die einzigen Gegner, mit denen ich möglicherweise gerade leben kann. Decimated. Wobei ich mir da noch nicht so sicher bin. Irgendjemand wird sich gerade ins Fäustchen lachen. Ich weiß es. Und ich sagte, du kannst mich mal. Die wird sich nicht heilen lassen. Heilige Schützin. Die Schützin muss überleben. So, einmal darf die Spinne angreifen, vielleicht zweimal. Das ist schlecht. Und dann kommen die nämlich nicht so gut nach da vorne. Das wird für die Schwelle reichen. Bitte lass dich heilen. Bitte lass dich heilen, Baldry. Das Paranoid. Kommt schon. Konzentriert euch. Ja, sie lässt sich heilen. Gut. Es ist sehr beruhigend. Der Schnellschuss reicht leider nicht aus. Schade, es wäre schön gewesen. Darf sogar nochmal heilen. Oh, das war sogar ein halbwegs effektiver Heal. Damit habe ich nicht gerechnet. Und sehr schön. Warum mache ich das? Warum ziehe ich mich nicht einfach zurück? Ich bin heute gierig. Oh, wir erkunden nochmal. Oh, eine Geheimtür. Und da. Ja! Wir kriegen die Quest durch! Geil! Okay, wir lassen die Schaufel zurück. Wir nehmen die. Ne, wir nehmen nicht die, ja, damit wir das. Nehmen das Gold mit. Zerlegen den Schrein in seine Einzelteile. Und wir gehen los. Bücher werden ignoriert. Im Falle entschärfen sie mich nicht besonders gut. Aber sie schafft's. Sehr schön. Und tatsächlich ignorieren wir den Geheimraum kurz. Ich will nämlich erst den Inventarplatz frei haben. Jetzt fangen sie an zu erkunden. Da ist der letzte Schrein. Ja, lass uns etwas finden, das wir töten können. Genau, am besten dich. Ich lege auf den nächsten Altar. Aber erst setzen wir das Abenteuer fort. Gehen hier rein und gehen zur Geheimtür und dann verziehen wir uns. Aber sowas von. Wow, dass das doch geklappt hat. Okay. Nee, dann passt. Alles gut, wir gehen heim. Wir gehen heim. Keine Lust mehr. Ich brauche jetzt erstmal einen Beruhigungstee. Immerhin haben wir sie alle auf Level 6 gebracht, damit die überlebt haben. Sugi hat sich geopfert. Ah, das ist nicht besonders interessant. Die schnelle Reaktion ist gut. Werde ich mir eventuell sogar festlegen. Der Schüttelfrost muss natürlich behandelt werden. Generell wird die Gruppe jetzt erstmal in Behandlung gegeben, weil die, das muss sein. Also erstmal in Stressen. The twisting tunnels no longer exhale the toxic stench of degeneracy. Und das Spiel sagt, wir sollen nochmal ins Labyrinth gehen. Aber bevor wir irgendwas anderes tun, legen wir sämtliche Accessoires ab. Nein, nicht Behandlungsräume, ihr werdet entstresst erstmal. Genau, Rius hat ja seinen Fokus, der will ja nur ins Bordell. So, okay. Das heißt aber auch, wir haben wieder einen Platz frei. Wir können einen neuen rekrutieren und haben damit noch einen für die Startergruppe. Jemanden, der quasi mit in die Low-Level-Dungeons kann. Zumindest so lange, bis er hier auf einer Stufe höher ist. Also für die Gruppe wäre noch ein Fernkämpfer gut, weil die beiden stehen vorne. Orai kann ganz hinten. Vielleicht ein zweiter Wegelagerer sogar. Oder natürlich der Waffenknecht, der hinten steht. Es fehlt halt ein Heiler in der Gruppe. Da wäre ein Waffenknecht gar nicht mehr so schlecht. Das heißt, wir nehmen den mit rein, weil der wird sowieso nicht bleiben wahrscheinlich.
But his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Mir geht's primär darum, dass ich den auf Level 3 kriegen will, damit der, oder mindestens auf Level 2, damit der in die höheren Dungeons vernünftig kann und mit denen mitleveln kann. Mit den anderen. Darum geht's mir primär. Das schauen wir dann mal. Schauen wir aber in der nächsten Folge. Ich werde jetzt erstmal einen Cut setzen. Und dann gucken, welche Gruppe ich losschicke. Das war echt ein anstrengender Dungeon. Bis dahin, haut rein.